Das Licht geht aus, das Alien kommt raus, Rabimmel, Rabammel, Rabum. Nimmt dich an die Hand, klebt dich an die Wand, Rabimmel, Rabammel, Rabum. Ja, liebe Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge und auch zu einer weiteren Aufnahmesession zu Let's Play Alien Isolation im Albtraummodus. In der letzten Folge wurden wir eiskalt von einem unserer Kollegen hintergangen und mit dem Alien zusammen ins Weltall gepfeffert, wonach wir uns allerdings aber auch wieder gerade so auf die Sevastopol-Raumstation retten konnten, weshalb wir auch noch den Raumanzug hier anhaben. Und ich würde sagen, den ziehen wir erstmal ganz kurz auf und dann checken wir erstmal ein bisschen die Lage jetzt ab. Das Alien ist jetzt ja eigentlich, müsste jetzt ja auch eigentlich erstmal weg sein. Was bedeutet, wir haben nun erstmal freie Bahn. So, erstmal kurz ausziehen. So, jetzt dieses blöde Rauschen auch die ganze Zeit mal weg. Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Ripley, sind Sie das? Ja, Wade. Ich, Sie, absolutes Arschloch. Sie haben mich eingeschlossen. Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert und... Ich hatte keine Wahl. Überhaupt keine Wahl. Sie haben das Ding gesehen. Sie haben gesehen, was es anrichten kann. Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie. Ja, mit mir als Köder. Zum Verrecken. Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley. Es hat funktioniert. Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert. Die Station ist sicher. Das zum einen... Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweise genauer besprechen. Ripley, Ende. Eieieiei, ich glaube, da hat ein Herr Wärter, die gute Ripley aber ordentlich sauer gemacht, du. Alter, ey, die ist richtig, Alter. Also der Waits, ganz ehrlich, ne, weißt du? Sperrt uns mit dem Feedwort in dieser Krankenstation, sag ich schon, im Labor ein und pfeffert uns ins Weltall. Das geht gar nicht. Wirklich. So, hier war eben noch ein bisschen Schrott gewesen und wir müssen jetzt erstmal kurz die Tür mit dem Plasmaschneider durchschneiden. Das machen wir natürlich direkt mal. So. Das hätten wir dann auch erledigt. Einmal die Tür aufmachen. So. Und, ich habe gerade so leichte Bedenken, das Alien ist jetzt ja erstmal weg. Also ich denke mal, das Spiel wird dann zumindest glauben lassen, dass es weg ist. Ich weiß nicht, ob es in irgendeiner Form oder so wiederkommt. Auf jeden Fall fühle ich mich, glaube ich, gerade viel zu sicher. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir es vielleicht gleich noch irgendwie mit Androiden oder sonst irgendwas zu tun bekommen. Hier waren wir doch schon mal, ne? Am Anfang. Ich erinnere mich, diese Tür, da haben wir doch eine Leuchtfackel reingeschmissen, um zu gucken, ob da irgendwas drin ist. Komm hier rein. Verbesserung für Ionenschneider notwendig. Okay. Ich hoffe, dass es kein Blut ist. Ich will da mal rein. Ich will da mal echt ein bisschen gucken. Das ist wahrscheinlich einer von diesen Secret Rooms, wo wir auch, ich glaube, vor 2 Folgen schon mal drin waren. Hier liegt, glaube ich, wieder... Nee, ist nur eine Bierdose. Ich dachte, das wäre Schrott gewesen. So, hier wieder... Ach, guck mal, hier. Schrott. Kann ich nicht mitnehmen? Okay, warte mal. Wir craften mal eben kurz was. Geräuschmacher. Kann man immer gebrauchen. So. Ich habe die Facecam jetzt übrigens auch nochmal so ein bisschen angepasst, so mit Schatten und so, ein bisschen zugeschnitten und so. Ich guck mal, ob das Ganze dann auch wirklich so funktioniert. Hoffe ich einfach mal. Wenn nicht, dann bin ich ein bisschen traurig. Hier kommen wir nicht mehr rein. Okay. Hier vielleicht? Ach genau, hier haben wir, genau, das haben wir damals aufgemacht. Hier waren wir ganz zu Anfang gewesen, wer sich noch dran erinnert. Taschenlampenbatterie. Warte mal. Einmal die Batterie nachladen und dann die neue nehmen. Nimm das Ding da weg, Mann. Ich will den Geräuschmacher nicht benutzen. Mach die Taschenlampe aus. So, hier ist nichts. Ich glaube, dass es jetzt erstmal die nächsten paar Minuten ein bisschen ruhiger zugehen wird. Erstmal so ein bisschen durchatmen nach der letzten Aktion, du. Das war auch wirklich... Apollo hat die Gefahreneindämmungsstufe auf Omega erhöht. Danke. Bitte? Gefahreneindämmungsstufe Omega. Das hört sich nicht gut an. Das hat man, glaube ich, schon mal aktiviert. Ja.
Okay, ich schau noch mal ganz kurz. Ist, da komme ich nicht durch. Okay, ich bin zu dick. Muss mal wieder abnehmen. So, hier ist nicht. Ich schau mal ganz in Ruhe hier so ein bisschen, ob hier ein bisschen Loot ist. Na, ich hoffe, das ist okay. Ach, wir sind... Ich dachte, ich hätte gerade Schritte gehört. Ich dachte gerade echt wieder, da kommt, ist wieder diese Wumm, Wumm, Wumm vom Alien. Ich habe gerade echt wieder eine Pumpgun. Eine Pumpgun, Alter. Wie geil ist das denn? Nice. Ich spreche Shotgun. Und eine Schlüsselkarte. Die nehmen wir natürlich auch mit. Der Typ hat ja ein bisschen Loot oder so. Nö, nur ein Loch im... Da waren auch gerade Schritte, Mann. Ich habe doch 100% gerade Schritte vom Alien gehört. Ich kenn... Schon wieder. Oder ich glaube, ich krieg hier nur Paranoia, Alter. Ich glaube, ich bin total geschädigt von dem Spiel. Das wird's wahrscheinlich sein. Alter. Jetzt hab ich schon überall Schritte, ey. Oh Mann, ey. Ich bin nicht froh, wenn ich das Ding durch hab. So, Schlüsselkarte benutzen. Jetzt sind wir wieder hier in diesem riesigen Raum. Den kennen wir ja noch. Habe ich ja eben schon mal erwähnt. Wie gesagt, hier waren wir ja ganz zu Anfang mal gewesen mit Alex. Axel? Alex. Alex, sage ich schon. Axel hieß er. Mit dem guten Axel Rand. Axel Schweiß. Axel Rand. Wie auch immer. Seinen richtigen Nachnamen kennen wir ja leider nicht. Ich schaue hier noch mal ein bisschen, ne? Können wir eigentlich ganz... theoretisch können wir ganz wieder zurückgehen, ne? Wir sollen in die Richtung... Es verlockt mich ja gerade echt ein bisschen, ne? Ganz ehrlich. Und ich meinte, wenn wir jetzt zurückgehen würden, dann müssten wir wieder beim China-Restaurant rauskommen. Und da waren eigentlich ja noch... Da waren ja eigentlich noch ein paar Türen gewesen, die noch zu waren. Die man, glaube ich, mit einem Plasmaschneider öffnen kann. Da würde ich eigentlich ganz gerne mal gucken. Wir haben jetzt ja sowieso gerade eine bisschen ruhigere Folge, denke ich mal. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal die Zeit dafür. So, hier einmal wieder durch. Alles natürlich sehr stabil, alles von Stift und Warentest getestet. Wer hat denn das Ding zurückgeschoben? Das haben wir doch damals wieder... Komisch. Naja, wahrscheinlich haben sie einfach nur die Map hier wieder aktualisiert. Das wird es wohl gewesen sein. Okay, was aber auch bedeutet, dass wieder neuer Loot da sein könnte. Das ist schon mal eine gute Sache. Liegt hier was? Nee, das ist nur ein Haufen Scheiße. So, einmal den Lüftungsschacht. Ich fühle mich viel zu sicher, glaub mir. Ich fühle mich viel zu sicher. Das Spiel will mit Sicherheit, dass man sich jetzt so richtig sicher fühlt, ja? Und dann irgendwann, wenn du nicht damit rechnest, dann BAM! Irgendwas wird dann bestimmt passieren. Irgendwas. Ich weiß es einfach. Es ist im Urin, Alter. Ich spüre es im Urin. Hier können wir wieder speichern. Hier, das hatten wir schon mal gehabt. Wisst ihr was? Wir speichern mal eben ganz kurz. Speichern schadet ja nicht. So. Genau. Einmal bitte überschreiben. Vielen lieben Dank. Computer hatten wir damals auch schon gehabt. Sag ich doch. Neue Sachen. Sprengkapsel. Hier liegen wieder neue Sachen rum. Das ist sehr gut. Das ist überaus gut. Aber ansonsten nüscht, denke ich mal. Wir können Ketchup mitnehmen. Können wir unseren Tod vortäuschen, indem wir so ein bisschen Ketchup auf uns raufschmieren. Dann denkt das Alien, wir sind tot. Okay, Alien ist ja sowieso nicht mehr da, aber vielleicht funktioniert es ja bei den anderen Gegnern, bei den Androiden oder den NPCs. Was ist das für ein Geräusch? Jurassic Park. Die wahre Geschichte. Hier können wir auch nichts mehr machen. Hatten wir schon aktiviert. Es hört sich gerade wirklich an wie so laute Schritte von irgend so einem riesigen Vieh oder sowas. Und alles ist immer noch kaputt, wie es damals auch schon war. Genau, und hier muss man mich gleich hin, zu dieser Tür. Und ich wette mit euch, dass man dafür einen Plasmaschneider braucht. Wenn ja, dann haben wir echt einen Win. Wenn es ein Ionenschneider ist, dann ist es eher ein Flop. Ist auch egal. Dafür haben wir ja noch ein paar Sachen gefunden. Ich finde es ja komisch, guck mal, hier liegt Schrott, aber die Tür ist offen. Da könnte man rein theoretisch durchgehen. Sehr interessant. Auf den Sätzen liegt, glaube ich, nichts. Nö.
Das Kreuz markiert den Schatz. Da müssen wir jetzt graben. Ist ein Schatz versteckt. So, genau. Hier wieder. Xing Xang. Oh, habe ich jetzt wieder Bock auf Chinesisch. Hier, genau. Hier war die erste Tür. Bitte, 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 bitte. Ich will da rein. Bitte, bitte, bitte. Verbesserung für Jonschneider benötigt. Du mich auch. Lecco mio fetto grande. Drecksspiel. Ionschneider. Aber wir können in späterem Verlauf des Spiels ja trotzdem nochmal hierher kommen. Was ich ja nicht ganz cool. Was ich ja nicht ganz cool finde. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Und zwar kann man nicht ab bestimmten Spielabschnitten die Raumstation so ein bisschen erkunden. Also einfach so ein bisschen frei herumlaufen und so, wo man überall schon gewesen war. Nochmal ein paar Sachen öffnen, wo man vorher noch nicht ran konnte. Geht's hier? Verbesserung für Ionschneider benötigt. Natürlich. Wie sieht's denn da hinten eigentlich aus? Das ist wahrscheinlich zu, ne? Nee, da kommen wir auch noch hin. Wir können wieder ganz bis zum Anfang, Leute. Wo wir damals auf der Raumstation gelandet sind. Komm, das machen wir jetzt mal eben. Das ist gerade so Zeitverschwendung eigentlich. Wir kommen gerade überhaupt nicht voran in der Story, aber es ist mir gerade scheißegal. Komm, machen wir einfach mal. Es geht ja schnell. Es geht ja schnell. So. Genau, hier ist wieder dieses tolle Kabel. Daran erinnere ich mich noch. Einmal unterdurch. Nein, ich könnte mir auch ein bisschen laufen. Ich weiß noch nicht, ob es so eine gute Idee wäre. Durch Nutzung dieses Terminals wird die Karte mit unerforschten Gebieten aktualisiert. Was? Touchpad? Achso, ja stimmt, wir haben ja gar keine Karte. Haha, ich spiele in Albtraummodus. Deswegen haben wir keine Karte. Und auch keine Lebensanzeige. Und auch keine Taschenlampen-Batterieanzeige. Gar nichts. Wollte ich nur noch mal kurz so erwähnt haben. Hier wieder dieses wunderschöne Modell von der Raumstation. Sehr schönes Ding. Was? Mit diesen... Achso, das war... War das der Koffer gerade? Es hat sich angehört, als ob da jemand so einen Schrank öffnen würde. Naja. So, ist hier vielleicht was Neues? Ja, Alter, hier ist Loot. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal hinzugehen, Leute. Zu Putan Impfpistole. Geil, das ist alles neu gespawnt. Ey, wie super ist das denn? Wie super ist das denn? Und sogar das Radio läuft noch. Ist das ein geschütztes Lied? Demonetarisierung. Okay, wir könnten jetzt eigentlich normalerweise noch ganz darunter, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dazu habe ich jetzt auch nicht unbedingt Bock. Wir haben ja genug... Warum liegt hier... Stand er da eben auch schon? Ich habe so langsam das Gefühl, dass wir jetzt nicht mal von Aliens, sondern von Koffern verfolgt werden. Ich habe so langsam leichte Bedenken. Ist hier hinten noch was gewesen? Nö, die Tür ist zu. Und wisst ihr was? Wir joggen erstmal zurück. Jog, 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 jog. So. Und einmal unter dem Kabel durchgejoggt. So. Guck mal, da haben wir noch ein bisschen Loot gefunden. Das ist super. Wobei, ganz ehrlich, wir benutzen die Extras irgendwie sowieso nicht. Die ganzen Hilfsmittel. Habe ich bis jetzt eins benutzt? Nee, ich habe, glaube ich, nur den Geräuschmacher genutzt. Ansonsten nichts. Bin ich überhaupt richtig? Nee, hier hinten geht's hoch. Ist so verwirrend hier. Das überfordert einfach mein Gehirn. Ne? Es überfordert einfach jetzt schon mein Gehirn. Eine Treppe hochlaufen und dann eine Kurve, das ist einfach zu viel für mich. Das ist einfach, nee, geht nicht. Ist nicht drin. Jedenfalls nicht heute. So. Nee. Und fetten Drift. Und einmal hier in die Luke rein. So. Und dann machen wir gleich auch direkt mal weiter. So, da haben wir kurz geguckt, ne? Ich hoffe, das war okay. Haben ein bisschen Rennauto gespielt. Ich fühle mich viel zu sicher. Und ich glaube auch nicht, dass das Spiel einen lange so safe rumlaufen lässt. Das glaube ich gar nicht mal. Kann ich mir nicht vorstellen. Und eigentlich habe ich auch mal überlegt, dieses Rumlaufen, dieses Station erkunden, also nicht Story weitermachen, sondern einfach nur Station erkunden, das könnte man eigentlich super im Livestream machen.
Sonst schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Soll ich mal in nächster Zeit einen Livestream zu Alien Isolation machen, wo wir einfach mal ein bisschen die Raumstation erkunden? Einfach mal reinschreiben, dann weiß ich Bescheid. So. Ich leg mal einen Gang zu, ne, dass wir... Das soll auch ein Witz sein. Wo kommt der denn jetzt her? Und wie viele? Zwei Stück! Wo kommen die her? Alter, soll das, die waren eben noch nicht da gewesen, Mann! Die sind böse, das sind böse Androiden. Wo kommen die her? Verfickte Scheiße, Kacke. Ist die Tür offen? Scheiße. Da latsche ich hier so durch, ne? Plötzlich macht's piep. Ich denke mir, yo, geil, Alter. Jetzt geht's wieder los. Ne, hier ist niemand. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Was schaust du denn so blöd? Okay, er geht da hinten rein. Nee, kannst bestimmt nicht. Mami. Nein, Mami sagt, ich soll nicht mit fremden Leuten mitgehen. Also, oh, der ist auch ziemlich fix unterwegs. Ich glaube, der ist ein bisschen geil auf uns. Oh, da kommt schon der Nächste. Guten Tag. Da bin ich froh, dass ich nicht rein kann. So, Entschuldigung, die Herren. Ich muss hier mal kurz rüberlatschen. Tür geh auf. Tür geh auf. Tür geh auf. Danke. So, lauf. Lauf. Ich habe keinen Bock auf euch. Scheiße. Ich dachte jetzt zu schön entspannt mal ein bisschen rumlaufen. Nee. Ist ganz vergessen. Und wir haben ja eigentlich eine Pump-Action-Schrotflinte. Ich speichere mal ganz kurz. Wir haben ja eine Schrotflinte. Wir könnten die jetzt eigentlich umnatzen. Nee. Kommen die jetzt hinterher? Ja, natürlich kommen die hinterher. Guten Tag. Ui, du bist aber ziemlich robust, du. Bist du von Nokia? Zwei Schuss. Finde ich gut. Und da ist auch schon der Nächste. Guten Tag, dein... Mit deinem Kollegen hatte ich schon ein bisschen Spaß gehabt. In die Fresse, so. Oh, guck mal, da liegen sie jetzt zusammen. Och, ist das nicht süß. Zusammen sterben, was Schöneres gibt's nicht. Hör mal auf, so zu keuchen, Mann. Fertig, danke. So, guck mal, der ist Raucher. Hat das jetzt eigentlich was gebracht? Strom wiederherstellen, natürlich. Wo soll ich denn jetzt den Strom wiederherstellen? Wo soll ich denn jetzt den Strom wieder... Wir haben jetzt übrigens auch keine Munition mehr dafür. Die Revolver haben wir auch noch nicht ausprobiert, ne? Oder haben wir damit schon geschossen? Nee, ne? Nee, ne? Den Strom wiederherstellen. Den Strom wiederherstellen. Ah. Schrott, den wir nicht mitnehmen können. Ich bastel mir nochmal eine... Ein Medikit. Warum nicht? Komm. Ein Medikit tut immer gut. So. Und macht mir Mut. Hallo, ich will das mitnehmen. Hä, warum kann ich das nicht mitnehmen? Willst du mich verarschen? Brauchen wir dafür keinen Schrott? Sensor? Bindemittelkomponente? Nee, dafür brauchen wir keinen Schrott. Scheiße. Hier, dann bastelt doch eine Blendgranate oder... Ach, geht gar nicht. Können wir irgendwas basteln? Hier, ach so, hier war Blendgranate. Ich war gerade völlig falsch. Das braucht doch Schrott, ne? Bindemittel, Sensor, Sprengkapsel. Oder geht's einfach darum... Okay, das ist allgemein. Das, die Sachen füllen allgemein das Inventar. Also da gibt's keine festen Plätze für die einzelnen Gegenstände. Okay. Müssen wir hier hin? Es sieht so aus, ne? Es sieht so aus, dass wir... Na, hätten wir auch eigentlich schnell reinrennen können und dann... Weg. Nochmal kurz schauen, ist hier was im Fahrstuhl? Ich bin heute sehr sorgfältig. Und wenn ich sage, ich bin heute sehr sorgfältig, heißt das, ich mache mir Sorgen ums Falten. So, dann drücken wir mal den Knopf. Naja, dann hat mir auf jeden Fall ein bisschen Action wenigstens drin gehabt. Haben zwei Androiden umgelegt, ein bisschen Loot gesammelt. War doch gar nicht mal so schlecht. 5 Minuten haben wir noch in etwa. Schauen wir mal, was gleich noch kommt. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm.
Ladebildschirm. Ladebildschirm? Ladebildschirm. Ladebildschirm. So. Wo kommen wir jetzt hin? Salomons Galerie, ne? Galerie? Galerie, da sollten wir, glaube ich, hin. War ich der Meinung? Ripley, Ricardo hier. Sie haben es geschafft. Nicht dank Waits. Der ist ein skrupelloses Dreckschwein. War er schon immer. Und stur. Wenn er jemals auf mich gehört hätte, wäre es nie so weit gekommen. Es ist passiert. Tut mir leid, dass das mit der Abregelung vorhin schief ging. Kein Thema. Sie haben mich am Ende ja noch da rausgeholt. Ich treffe Sie dann im Büro. Wir haben uns doch selbst da rausgeholt. Damit hatte er doch nichts zu tun gehabt. Hä? Ich habe gerade Geräusche gehört. Da war ein Klirren. So, wir speichern nochmal eben kurz. Speicherpunkte heißen meistens böse Dinge in der Nähe. Jo. Heute so ein bisschen Loot-Folge. Ach, guck mal. So. Der hat da ja nichts dabei. Arschloch. So. Unverschämt. Weißt du, verreckt da auch noch? Verreckt vor meiner Nase. Weißt du? Gammelt da vor sich hin, hat er noch nicht mal Loot dabei. Richtige Frechheit ist das. Finde ich, geht gar nicht sowas. Wirklich. Unverschämt, die Leute hier. Keine Kisten für mich? Hier sind wieder unnötige Kartenfragmente. Ich weiß gar nicht, warum ich die immer mitnehme. Was ist denn das hier? Sieht ein bisschen komisch aus. Naja. Ich höre Androiden. Überlebende. Und das Spiel hat uns ja schon mal gesagt, man soll auf die Dialoge hören. Und da, von den Dialogen Hand... und an den Sachen, die sie sagen... Mit. An den Dialogen, die sie sagen, kann man ja anhand, kann man daran ja festmachen, ob diese Menschen feindlich oder nett sind. Und ich glaube, die sind feindlich. Ein Eindringling. Junge, ihr habt da ein fettes Gitter vor. Wie soll ich denn da bei euch eindringen, ey? Ihr seid auch echt dämlich. Schießen die auf mich? Also, wir haben ja gespeichert, von daher. Wo sind sie denn? Guten Tag. Wow, super gut versteckt. Also, das ist wirklich eine Glanzleistung, was sie da gerade hinlegen. Schaut euch das mal an, Alter. Ich hätte sie fast nicht gesehen. Ich hätte sie echt fast nicht gesehen. Die sind fast schon so gut getarnt wie... Wie ein Stück Kot im Dreck. Ja. So, Huch, konnte ich hier... Was steht da? Strom wiederherstellen. Okay. Können wir hier... aktivieren. Aha. Was macht der jetzt? Der macht sauber. Ich laufe ihn mal hinterher. Vielleicht führt er uns ja irgendwo hin. Na, Kleiner, wo willst du mich hinführen? Was hast du mir zu zeigen? Ach so, darum sah das hier auch so komisch aus. Alles klar. Ah, und hier können wir jetzt reingehen. Okay, ich verstehe. Also. Gut. Alles klar. Das ist schön. Und hier ist eine Kiste, wo nichts drin ist. Das ist super. Finde ich geil. Nee, eigentlich nicht. So, einmal durch den Lüftungsschacht. Lüftungsschacht. Geil, ne EMP haben wir gefunden. Nice. Also Bauplan zumindest. Können wir nicht bauen, schade. Geh mal mit dir ein scheiß Hiwis, Alter. Sind immer für dich da. Hm? Ja, das merke ich schon. So, mach mal auf das Ding hier. Ich habe schlechte Nachrichten. Etwas stimmt nicht mit den Androiden. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Oh ja. Nein, das ist was anderes.
Sie haben Ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von Ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Super. Passen Sie auf sich auf. Ich hab's doch gewusst, du. Es war doch so klar gewesen. Jetzt haben wir es mit den Androiden zu tun, jetzt wo das Alien weg ist. Es ist so, ja. Ja, und nicht nur mit den Androiden stimmt irgendwas nicht, denn mit der Folge stimmt jetzt auch irgendwas nicht, denn die werde ich jetzt erstmal beenden für den heutigen Tage. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß gehabt. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Teils, mehr oder weniger, weiß ich nicht. Naja, soweit auf jeden Fall von mir. Ich bin raus, euer Onkel Klaus. Das war natürlich ein Witz gewesen, ich... heiß nicht Klaus und ich bin nicht euer, auch nicht euer Onkel, aber wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, euer Tobi.